700 Jahre Material. Dieser Kultur, die 7 Jahrhunderte überdauerte. Die schwarzen Königinnen von Meroe, die hier in den Pyramiden ihre ewige Ruhe fanden, waren also nicht nur starke Führungspersönlichkeiten, sie waren auch weltoffen, tolerant, multikulturell und wehrhaft, bis die Kraft der Schlange und des Löwengottes nachließ. 2 Jahrtausende hatten die Pharaonen das Land im Süden mit Krieg überzogen, auf der Suche nach Gold, Schätzen und Sklaven. Es waren die selbstbewussten schwarzen Königinnen, die dem schwarzen Kontinent seinen Stolz zurückgaben. Sie schufen eine frühe, multikulturelle und wehrhafte Gesellschaft im Herzen Afrikas. Und was ist daraus geworden? Richtig heftig. Die Kehrtwende. Das sind Beschneidungsländer, wo beschnitten wird. Hauptsächlich die muslimischen Länder, ganz besonders traditionell bei den Kurden, wohlgemerkt. Da haben wir noch eine Spezialkarte. Da muss ich wohl ein bisschen näher herfahren. Die ist nagelneu. Die ist vom 2016. 90%, 100% beschnitten, 4%. Da zieht es nach Europa rein. In Amerika nicht. In Kanada, dort, da ein bisschen 1% immerhin. Aber es sind die muslimischen Länder, die beschneiden fleißig und zwar richtig radikal. Hier diese 400 Millionen, 90%, 93%, 99%. Da ist der Zipfel, das sind auch Muslimas. Da unten von Indien, in Indien läuft nichts. In hier, Irak, Iran, Afghanistan, alles sauber. 70%, 91% in Ägypten, 69%, da den ganzen Gürtel darum. Sauber, ein laufendes Hin und Her. Mal haben die Frauen ihre Freiheit, mal sind sie wieder unter der Haube. Gucken wir uns mal den an. Der Kampf um die Verhüllung der Frau, er ist blutig. Er ist blutig. In Florenz, da war mal, haben sie auch gern ihre Frauen zeigen, gern ihre Schönheiten. Das muss man ihnen lassen. In Florenz geht die Herrschaft nicht mehr vom Adel, sondern vom Geld aus. Lorenzo de' Medici, genannt der Prächtige. Als Pate von Florenz unterwirft er die Stadt seinen Geschäften und seinem exquisiten Geschmack. Ihm dienen die größten Künstler der Welt, Michelangelo, Leonardo da Vinci und Botticelli. Sandro Botticellis berühmte Geburt der Venus. Unerreichtes Sinnbild für eine Welt, die wir bis heute Renaissance nennen, die Wiedergeburt der Antike. Das Gemälde zeigt einen individuellen Menschen, der Gott nicht fürchtet, sondern sein Ebenbild ist. Dieser frühlingshaften Leichtigkeit steht die schneidende Kälte von Savonarolas Klosterwelt gegenüber. Im eisigen Winter des Jahres 1482 bricht er zu einer langen Reise auf. Sein Ziel... Er hat sie gleich gemacht. Er hat diese Party-Laune gleich gemacht. Und Florenz, irgendwann ist er King geworden. Aber er hat ordentlich so zusammengedruckt. Hat erforscht, mit welchen Mitteln Savonarola seinen Kampf führt. Ja, die Feuerbrennerlachse, er war der Gründer des Verbrennens. Eine der faszinierendsten und schillerndsten Gestalten der Weltgeschichte. Savonarola nimmt diese chaotische, diese widerspruchsvolle italienische Stadtwelt voll zur Kenntnis. Und er studiert Philosophie und Medizin. Und er macht sich ein Bild, ein Weltbild, ein Geschichtsbild. Und das kommt aus der Bibel, das kommt aus der Religion. Das jüngste Gericht steht bevor. Wo kann man noch hingehen in dieser verderbten Welt?
Florenz ist berühmt und berüchtigt für den Karneval. Hier werden die Extreme der Zeit ungehindert ausgelebt. Tag und Nacht vergehen wie im Rausch. Alles ist erlaubt. Weder Kirche noch Obrigkeit gebieten den Exzessen Einhalt. Nur einer wagt sich mitten hinein in die enthemmte Menschenmenge. Savonarola. Mit Worten wie Donnerschlägen droht er den Feiernden furchtbare Strafen an. Chaos und Kriege werden über Italien hereinbrechen, prophezeit er. Die Welt sieht er in den Abgrund taumeln. Am härtesten werde es die Mächtigen treffen, die seine Warnungen in den Wind schlagen. Der Weltbrand steht für ihn unmittelbar bevor. Ja, was war? Die Mächtigen sind auch steif davor gekommen. Es gibt keine Enteignung. Aber die Arme, denen wurde der Arsch dran gezogen. Also hier, unsere Vorkämpferinnen, das Verhüllungszwang, der ja immer noch besteht irgendwo, aber nicht mehr so schlimm ist. Eine der ersten Vorkämpferinnen, die sich beschimpfen hat lassen, Sophia Leun. Sind begeistert, die Jungs. Mein Gott, die Frauen, wenn die merken, hoppla, das gefällt denen. Na, sind die kooperativ. Das sind einfach die besseren Managerfrauen. Das war noch vorher. Das ist der Skandaltanz von der Josephine Baker. Das jeder. Brigitte Bardot, außer Vorkämpferin. Noch etwas dezent. Von der Marilyn Monroe will ich jetzt gar nichts einfügen. Da die ja da schon diese transfente Kleider. Heute macht es jede Schauspielerin, jeder Star macht selbstverständlich sich, zeigt sie her. Hier auch Stars, die es überhaupt nicht nötig haben. Wie Lindsay Vonn, die Sportlerin, die Skifahrerin, hä? Aufgemalte Klamotten. Warum denn nicht? In New York machen sie jetzt jährlich Bodypainting und laufen da auch mal nackt in der Gegend rum. Im biederen Amerika. Geht doch. Ist doch kreativ, macht doch Spaß. Ja, das war's, der Kampf und dieses Ding um die Frauenbefreiung und die Rückschläge. Dieses Schweinsbrutale. Hier immer noch ein Ding über Beschneidungsszene. Heftige Diskussionen in Italien ausgelöst. Nur mal die Menge. Es geht um 140 Millionen. Wahrscheinlich doppelt so viel. Oder zwingt die dramatische Realität zum Umdenken? Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Denn laut der jüngsten Erhebung leben in Italien ca. 40.000 Frauen, die beschnitten sind. 20.000 jungen Mädchen steht offenbar eine Form der Beschneidung bevor. In Italien. Das bedeutet für die Toskana tausende junger Frauen. Tausende in der Toskana. Das sind gesundheitliche, soziale und kulturelle. Und hört man bei uns was über sowas? Kein Wort.